Worms. Unglaublich, nicht wahr? Worms. Mit Pascal, den kennt man ja aus Worms und aus Worms und auch aus Worms. Guten Und Tag. dem Regulus. Cool, ich bin Hallo. Lobbyhost. Ja. Weil du die Lobby verlassen hast, bin ich jetzt Host. Ja. Gut. Bin ich denn da noch blau oder habe ich dadurch die Farbe gewechselt? Ich meine, blau bin ich natürlich immer. Aha. Ja, wir haben schon viele andere Worms-Partien gespielt und da gab es viele, viele Highlights, die wir vielleicht irgendwann mal zusammenschneiden werden. So. Johnny Boy. Wir spielen ja nur Ist mit immer noch der Norm. gleiche Modus? Müsste. Ja, okay. Wir spielen ja nur mit Der Modus. Normalwürmern, nicht mit diesem Special. Oh mein Gott, er generiert 5 HP pro Runde. Oder so. Ja, sehr schön. Ganz schön ungewohnt mit Rot zu spielen. For the King. So, das ist unser Inventar, nicht allzu viel drin. Ja, fall ruhig direkt auf mich drauf. Alle auf mich Perfekt. oder wie? Nö, du standest halt so gut, ne? Was soll ich Ach machen? so, nett. Ich meine, was ich an deiner Stelle machen würde, wäre klar. Ich habe keine Lust, meinen zu opfern. Würde ich aber machen. Echt jetzt? Doch ja, ich glaube schon. Die Position ist einfach zu gut. Aber Oder Regulus halt. wäre als nächstes dran und der würde nicht Oder halt nach einen rechts. seiner Oder Würmer halt nehmen. nach rechts eine Granate werfen, aber mach irgendwas. Oh, ich habe verpennt. Schade. Nice. Ganz verpinnt. Ja, habe ich halt auf dich gehört. Schade. Toll, jetzt stehen wir da ganz toll. Ja, so, Hast du gut Komma. gemacht, Pascal. Super. Ja, kein Thema. Mach ich doch gerne. Ja, super, Huch. Regulus. Ja, ohne Super! Seitenschwert. Das war nicht gewollt. Man muss dazu sagen, Meinst du? Regulus gilt als der Granatenskiller. Also der trifft über 5 Kanten immer genau drauf. Aber Naja. jetzt nicht. Tja, was. Ah doch, ich Ja, kann das mich war bewegen. direkte Luftlinie. Wir haben ein paar Kanten gefehlt. We must hurry. Dafür, dass du mich fast umgebracht hättest. Kein Thema. Ja, komm, verdammt, wieso rutsche ich da runter? Sehr schön. Weil du mit getroffen wurdest. Ja, das ist schon klar. Naja. I will not be remembered for my mistakes. Ja, das geht. Ja, nicht. Warum auch eine Mine nehmen, wenn man es so machen kann? Aber es hat ja funktioniert. Ich dachte eigentlich, dass der irgendwie anders noch fällt, aber. Oh Mann, hier hat man aber auch so wenig. Komm, töte den 45er. Nein. Ja. Soweit. Gut. Damit kann ich leben. Wird weggerollt. Damit kann ich auch kommen. Jetzt auch noch. Es tut mir echt leid, Pascal, ne? Glaube ich dir irgendwie nicht. Ja, was soll ich denn machen? Selbst ermorden hat nur so Spaß. Ich meine, ich habe im Endeffekt zwei Optionen. Entweder ich tue nichts und dann bringst du mich um, oder ich versuche dich jetzt umzubringen. Naja, und da versuche ich halt. In diesem Fall suchst du mich genau so umzubringen und nicht einfach mit mehr Skill. Ja, ist doch maximal Skill, oder? So viel Schaden wie möglich machen halt. Ach so. Die Kiste ist bei mir nicht explodiert vom Sound. Die ist zwar in die Luft gegangen, aber die hat keinen Ton gemacht. Mysteriös. Gut, so, ist ja klar, was du machst. Du Ja. wirfst eine Du Granate. kannst dich jetzt rächen und den Regulus in die Mine reinschubsen. Was gut, Regulus hat mir zwar auch was abgezogen, aber irgendwie. Nee. Perfekt, so eine Granate, dass die Mine zu ihm fliegt. Nicht so.
Alter, still. Wäre ich jetzt mal irgendwie ein bisschen weiter nach links gelaufen, damit Mini einfach stupsen muss. Ja. Super. Tja, die perfekte Möglichkeit. Das geht in die eine Mine und dann fliegst du rechts direkt auf die andere hoch. Das Problem ist, man kann nicht stupsen. Oha. Stimmt. Man hat nur... Ja, dann Mine. Nix. Na, ob das was wird, ob der richtig fällt? War klar. Ja. Aber jetzt trifft er dich viel besser. Ja, auf jeden Fall. Guckt euch an, was ich angerichtet habe. Lasse. Ja. Hast du gut gemacht. Ich werde dem Ruf meiner Maske gerecht. Fuck. Los, Pascal, Granate in dieses Minenfeld, damit dann Java-Code runtergespült wird. Also runtergeschmissen, geworfen. Ja, wäre das wirklich klug? Oder soll ich lieber die Granate versuchen auf 1 zu stellen? Und du kannst auch die Granate so werfen, dass sie hinten landet. Also ich würde ja gegen die Decke werfen. Auf 3 stellen und gegen die Decke werfen. Zack. Am besten nur so nicht kann so. Kann man es natürlich auch machen. Das war gut. Ich wollte eigentlich wieder rauszögern, bis du keine Zeit hast, aber so ging auch. Wie ist der da eigentlich so kurz eingestellt? Ist wohl in Nates und Besucher so. Naja, das kann man auch noch ändern. Aber. Ja, natürlich, ja. Aber ich finde es auch gar nicht so scheiße. Man hat ja eh nicht so die Riesenauswahl. Das hier ist alles zu einfach. Kann ich nicht worken. Ich muss jetzt worken. Ich kann nicht worken. Tut mir echt leid, Pascal, du stehst immer so gut. Ja. Ja, wen hätte ich denn sonst umbringen sollen? Spielen. Wen hätte ich sonst umbringen sollen? Ihr wollt nur alleine spielen. Ich sag mal so, wenn du mir den Regulus da oben so vorbereitest, dass der... Nein! Fickte Kacke! Junge. Ich glaube, du setzt da einen Pief drüber. Das war echt gut. Ja, bin ich auch. Oh ja. Haben wir Ninja seine? Verdammt. Naja, war klar. Ja, wenn man schon mal sowas Effektives hat. Aber es tötet mich nicht. Ja. Verdammt, wieso muss denn der jetzt dran sein? Dich tötet das auch nicht, aber vielleicht spült es sich weit genug weg. Nee, steht er auf dir drauf? Verdammt, wieso steht das auf dir drauf? Weil du es so schlecht gestellt hast. Ja doch, es hat funktioniert. Genau da soll es reinfallen. Mhm. Jetzt kannst du mich zumindest nicht mit Granaten bombardieren da oben und dann wirst du deinen 31er töten. Genauso wie Pascal jetzt seinen 45er töten wird. Stärker, stärker, stärker. Ja, der wird seinen 45er töten. Das war klar. Ich meine, das war ein schöner Schuss und es hat sich gelohnt. Du hast ja meinen mitgenommen. Aber das war klar, dass deiner stirbt. War ein schöner Schuss, das möchte ich jetzt nicht irgendwie in Frage stellen. Toll, was soll ich denn jetzt noch machen? Ja, runter mit Fallschirm, Windschild gut. Kannst oder du vielleicht, auf den Schützen oder so. Du kannst bei dem Wind sogar direkt zur 39 runtergleiten, glaube ich. Aber über alle Wasserflächen. Du Leben gegen mich was machen wollen. Du willst doch eher den Schützen töten. Also erstmal dann erstmal so ein Stückchen da runterfallen lassen, dann Fallschirm auswählen. Ich dann nie mit was. Das funktioniert nicht. Du hast zwar viel Skill, aber das wird nicht. Ich krieg das hin.
Okay, fast. Ja, unheimlich. Also es war sehr knapp. Aber ich springe nur nicht der Runde. Richtig, würde ich auch nicht machen. Bleib einfach da oben. Verdammte Scheiße. Was soll ich denn jetzt machen? Den Schützen töten. Das ist eine gute Idee. Das könnte passieren. Du tötest einen Schützen. Wieso wirst du so weit? Ja, weil ich den fucking 31er töten wollte. Was bringt es mit dem 90er nochmal zu Schaden? Der soll einen Wurm weniger haben als ich. Oh. Was meinst du, warum ich dich getötet habe und nicht dem anderen 45 abgezogen habe? Damit du einen Wurm weniger hast. Ja. Nur deshalb. Schaff's nicht. Glaube ich auch nicht. Weil nicht mit der Knappheit. Okay, so umging es theoretisch, aber durch das Loch. Schade. Musst du gucken, ich glaube nicht, dass du da drüber kommst. Aber kannst du gerne ausprobieren. Boah, wäre das jetzt an der. Fuck, wie heißt das Ding auf Deutsch? Was? Was meinst du? Barrel. Ja, wie heißt es auf Deutsch, Mann? Auf Deutsch. Fass. Fass, genau. Oh Gott, wer die jetzt am Fass hängen? Ich sag hier schon die ganze Zeit Fass. Achso, ich hab verstanden, du sagst was. Gut. Nee, nicht was. Schieß doch auf den 95er, der hat's viel nötiger. Nee. Ich will doch, dass du einen Wurm weniger hast. Ich will doch lieber an die Granate dahin. Ich hab keine Zeit mehr. Ich muss irgendwas machen. Zu weit. Oha. Voll auf der Danke. Kein Problem. Du weißt doch, ich kann mit Bazookas voll umgehen. Komm jetzt, magischer Sprung. Verdammt. Magischer Sprung. Würde man gerne wissen, ob man da unten mal durchwerfen kann. Nee, da ist keine Lücke. Ja, verdammt. Das war echt magisch. Ja, was soll ich machen? Oh, fast wäre ich zu dir hochgekommen. Ja, hättest du gewollt, ne? Hätte ich auch gewollt, dann könntest du mit dem hinten nicht draufschießen. Aber ich sag mal so, ich habe eh einen Vorteil und kann den töten, bevor einer von deinen oben dran ist, weil gleich der 100er erstmal kommt. Ja. Oh. Ja. Ja, Pascal, versuch's. Könnte reichen. Was soll ich denn tun? Kannst du natürlich springen. Auch, kannst du ja die Kiste auch rüberschwingen. Ja, geht gar nicht kaputt. Kaputt, was wir. Oder du gräbst dich irgendwo hoch. Oder das. Ja, genau. Erstmal Fallschaden mitnehmen, ne? Ja, genau. Wenn schon, wenn schon. Ja, so viel Zeit muss sein. Bam! Ich hab genau die richtige Höhe ausgerechnet, sodass ich ja keinen Fallschaden bekomme. Oh. Verdammt, wieso ist der jetzt dran? Jetzt kann er uns beide töten. Wieso hast du dich da hingeschüttet? Weil ich's kann. Weil ich mir dachte, der kommt nicht mehr so schnell ran und dann würdest du deinen Schützen nicht töten wollen, weil der auch nicht rankommt. Ja. Der genau. Tötet jetzt dich. Der tötet jetzt dich und du fliegst zu mir und dein. Andersrum. Das bringt ja nichts, weil mein 19er weiß. Beim Sterben nicht aber 39 Schaden macht. Danke. Na, stell das dich doch daneben. Nix. Der fliegt auf dich und der nix. Fliegt auf dich. Ja! Hoffentlich stirbt meiner neben dir. Ja! Ach man. Ja gut, ich muss gleich das nicht. Sehr mit. Schön gemacht, Pascal. Ich danke dir vielmals. Gar kein Thema. Ja, hol dir noch das. Gesundheit. Ich bin unbesiegbar. Wenn ich das jetzt nicht getroffen hätte. Oh, vielen Dank für das Loch. Ja, kannst direkt eine Granate hochschütten, ne? Aber du musst bedenken, gleich ist mein 83er dran und der steht ziemlich weit weg. Ja, wie willst du den töten? Dann lass ich mir irgendwas einfallen. Komm, mit Granate triffst du den nicht, den musst du schon besuchern. Er will es echt mit Granate versuchen.
Na, was soll ich denn sonst machen? Bazooka, ja, wie ich schon der Wind sagte. Steht günstig. Aber ich kann und? Damit nicht umgehen, warte ich. Sechs, ja. Hä, hey, inwiefern steht der Wind denn günstig? So stark ist der Wind nicht, das kann ich ja nicht. Was hast du gedacht, dass der auf einmal einen 90 Grad Bogen nach links fliegt, oder was? Ja, wie gesagt, aus manchen Warp-Spielen kenne ich das auch etwas anders. Ja, wenn du ihn leichter machst, dann wird er natürlich auch leichter abgelenkt. Aber ja, so aber auf gar keinen Fall. Viel hoch. Scheiße, ey. Ich müsste einen präzisen Sprung auf den Vorsprung schaffen. Den schaffst du. Oder, was mir gerade so einfällt... Nein! Okay, gut, 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 gut. Und darunter, da ist sicher, da ist sicher. Ich bin ja nicht Pascal und drück dann den Fallschirm direkt weg. Oder ist er bei dir automatisch weggegangen? Als du da hängen geblieben bist und dann runtergefallen. Jetzt steht der Wind cool, einmal leicht. Schaffe ich nicht, ich schaffe. Das bestimmt auch nicht, weil ich jetzt vorhabe, aber... Ja, close enough. Naja, 9 Schaden. Das war klar, dass das ein bisschen was gibt. Aber jetzt stehst du sehr schön da. Ja, ich weiß. Extra für dich. Ich halte für eine Sekunde immer für viel zu kurz, aber dabei ist eine Sekunde doch ziemlich lang. Ja. Muss man irgendwie feststellen, ne? Also ich bin eher so der Bazooka-Typ, aber da kann ich keine Bazooka runterschießen. Ja, das war ja mal auch nix. Ja, das war so gewollt. Das war so gewollt. Nicht mal mehr in die Luft gegangen. War alles geplant. Ja, die Karte ist auch nicht so schön. Ja, ja, klar. Ist auch doch direkt der Modus ist schuld. Naja, das ist er auch. Bazooka. Guck mal, du hast jetzt wieder perfekten Wind. Nimm doch lieber links Bazooka. Nein, gegen den ich will jetzt endlich zeigen, dass ich das mit auch hinkriege. Ups, jetzt habe ich die Bazooka nicht ausgewählt. Verdammt. Sehr schön. Kann man nicht mit Leertaste die Waffe auswählen? Anscheinend nicht. Das Problem ist, ich darf nicht da hinten gegenwerfen. Das war zu kurz. Die Idee war richtig. 4 Sekunden wären es gewesen. Das wäre besser. Das wäre wirklich besser gewesen. Naja. Was will ich mich beschweren? Jens, naja, der Held will ich gleich platt machen. Schön leicht. Dann wird er auch vom Wind ein bisschen rübergelenkt. Ja, genau. Ja, genau. Ja, ganz genau. Ich möchte mal was testen. Du kannst so weit weg noch bauen. Ich treff dich trotzdem irgendwie. Ich baue dem Tod ein Gefängnis. So zeige ich nicht, wie man das macht. Man nimmt eine Granate, stellt sie auf 5 und hat dann keine Idee, was man machen soll. Wirft und wartet. Ja, geht der... Also das kenne ich auch von anderen Wurmspielen anders, dass nicht das ganze Ding kaputt geht, sondern halt anteilig. Vielleicht liegt es ja auch an dem Modus, denn ich habe es auch schon... Wir haben ja bis jetzt immer nur das gespielt
dass es bei irgendwelchen dann halt so war, dass die danach irgendwie so rostig aussahen und danach erst kaputt gegangen sind. Verdammt! Hätte ich nicht Perfekt. Einen Pixel Lass weiter das. Rechts. Ja, was will er machen? Er kann mir maximal 45 Schaden zufügen. Okay, wenn er gut macht, dann falle ich vielleicht irgendwo runter, dann sind 60 Schaden. Also. Aber dann kommt immer noch Jens und tötet ihn. Ach komm. Was ist denn? Zeit rausschlagen. Kann man jetzt gar nichts killen? Natürlich, bloß alles, was ich auf ihn schieße, kommt zurück. Oho. Und hier gibt's so schön wenig. Ja, es gibt nichts Nicht-Metallisches. Also wenn ihr jetzt da hingeht... Also ich sehe eine Option. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier wieder runterfall. Scheiße. Ja. Verdammte Kacke, Mann. Was wäre denn, wenn du deine Mine hinliest? Fliege ich einfach weg, oder was? Ja, ich hab keine, weg. Aber die fliegt weg, weil Minen aus Metall sind. Warte, ich demonstriere. Ja, jetzt kommt's. Achtung, der wird 1000 Kilometer aus der Karte rausfliegen. Und... Oh. What the fuck? Als wäre das geplant gewesen, weißt du? Sehr wie so ein geil. Typischer Regulus. Ich zeig dir das mal eben und zack. Sehr gut, danke. Jetzt weißt du, wie das geht. Mit Magnet. Oh. Weißt du, als könnte ich das nicht. Stellt euch doch einfach nebeneinander mit euren Magneten da. Problem ist, meiner geht gleich aus. Ja. Die Runde hast du noch, danach müsste aus sein. Ich glaube, drei Runden halten die. Auch anders. Kann er sich denn jetzt einfach in deinen Magneten reinwerfen? Eigentlich schon, oder? Also reinstellen danach. Ja und? Was soll dann passieren? Nun können wir beide nicht angegriffen werden. Ja. Ich kann auch so nichts werfen, weil es ja eh abgelenkt wird. Naja, wobei, nee, es funktioniert auch nicht. Ich denke so, nicht. Ich demonstriere das nochmals. Yep, gut demonstriert. Okay, es müsste mich noch etwas retten. Niemals. Nee, echt nicht mehr ganz. Du bist nicht zu retten. Verdammt. Lass mich da hoch. Hier, ne? Ich sollte hochspringen machen. Naja, das Blau geht noch leicht auf meinen Wurm drauf. Wenn das jetzt zurückkommt, wäre es lustig. Nee. Oha. Dein Tod wäre auch lustig. Aha, finde ich auch. Du willst es so, unbedingt wissen, ne? So. Natürlich. Und gehen die hoch oder gehen die nicht hoch? Tja, ich würde sagen, die gehen eher runter, du stehst unter Magneten. Yep. Huhu, das war knapp. Das hätte mich in eine scheiß Position gebracht, da runterzufallen. Ich glaube, die gehen mit hoch. So, und jetzt denkst du bist sicher, ne? Weil mein Magnet noch die Runde geht. Willst du mich eigentlich verarschen? Das ist durchgängig bei mir. Das ist durchgängig. Wenn du es richtig einstellst, siehst du eine Lücke. Nee, bei mir ist keine Lücke. Bei mir ist es auch durchgängig. Ist zwar sehr leicht, aber also sehr dünn. Also wenn man von oben guckt, sieht man die Lücke. Auch bei mir nicht. Er kommt so auf den Fliegen schalten. Ja, genau, weißt du? Ich kann durchfallen, aber die fucking Bazooka nicht, oder was? Ja, so ist ja, Worms jetzt Gewinne. Wirf die scheiß Granate da runter, damit ich ins Wasser falle und fertig ist. Ist ja wohl eine deiner leichtesten Übungen. Glaube ich nicht, der verpackt. Sag das bitte nicht. Yes! Oh. Yes! Jetzt bist du tot. Bitch, du bist sowas von tot. Alles Mann. Muss dich natürlich immer wieder unnötig spannend machen hier, ne? Ja. Du hattest 120. Ich hatte zwei Würmer. Musst du bedenken. Ja, mit dem heißt du jetzt. Oh. Okay, wenn ein Ding. Ha. Alter, die halbe Karte fliegt in die Luft und er nicht. Ja, oh, triff mich erstmal da. Versuch mal darüber zu springen, sollte gehen. Wenn nicht, landest du spätestens unten, aber danach landest du wahrscheinlich im Wasser. Also wenn, dann wird es Sinn machen, darüber zu gehen. Okay, ist war etwas zu weit.
So, jetzt stirbst du. Du wolltest eigentlich schwächer werden. Jetzt stirbst du. Vielleicht habe ich hier jetzt mal Wind. Gerade eben hatte ich keinen Wind. Ah, falscher Wind. Ja, hast Wind. Oder dein Glück ist heraus. Oh. Ey, jetzt muss der doch tot sein. Hast nur wahrscheinlich so null Schaden so. Ey, das ist unglaublich. Angeblich hast du nur das Land getroffen. Das Ding ist neben dir explodiert, als ob kein einziger Splitter dich getroffen hat. Unglaublich. Der war schön, der war schön. Ja, hast du noch verdient gewonnen. Ich war zu unfähig, yeah, das zu meinen Gunsten zu entscheiden. Ey, das gibt's echt nicht. Die Karte war auch scheiße. Ja, ja. Also ich fand sie im Nachhinein gleich mal so schlecht. Meist erledigte Wurmgegner hab trotzdem ich gehabt, die meisten Gegnerschaden hab trotzdem ich angerichtet. Ja, ich hab die meist erledigten Wurmfreunde. Ja, ich bin einfach der King. Ich bin der King. Guter King. Aber trotzdem hat der Regulus verdientermaßen gewonnen. Gut, yeah. In der nächsten Folge. Dann vielleicht auch mit dem Pizza-essenden Item 2. Bis dann. Auch nicht. Tschüss. Tschüss.